Hallo zu diesem Kurztutorial von Archaia. Heute geht es darum, wie man solch eine Gangokri, eine ghanaische Doppelglocke, richtig hält und richtig spielt. Man macht mit Daumen und Zeigefinger einen Ring und umgreift damit die kleinere Glocke. Dann liegt der Stutz hier schön auf der Hand und die restlichen Finger halten ganz automatisch die Glocke unten. Damit hält man sie sicher und kann hier oben spielen. Oder wem der Sound besser gefällt, kann die Glocke auch drehen und hier auf dem Falz spielen. Und dabei ist es gleichgültig, ob die Glocke klein oder groß ist. Der Griff ist derselbe. Und damit können auf jeden Fall auch kleinere Hände die kleine Glocke immer gut halten. So hält und spielt man eine Gangokri, eine ghanaische Eisendoppelglocke.